China und AMG, zwei Tuner und Veredler der ersten Stunde. In den 60er Jahren im Motorsport groß geworden und bis jetzt bestens im Geschäft. Grund genug, heute einen SLC AMG und einen Alpina CS miteinander zu vergleichen. Beide Coupés gehörten damals bereits im Serienzustand zur Crème de la Crème des Automobilbaus. Elegant, leistungsstark, schnell. Wer sich dann noch zu einem Tuning entschloss, bekam Fahrleistung eines Ferrari bei maximalem Understatement. Genau diese Kombination bieten AMG und Alpina bis heute. Wie heute auch gab es die Karosserie wahlweise ohne Alpina-Dekor im auffälligen Grün-Blau. Ob Alpina BMW oder AMG Mercedes, von beiden wurden nur wenige gebaut. Wie kommt man heute zu so einem Youngtimer? Michael Jaumann, Besitzer des SLC, erinnert sich. Ich habe das Auto in der Schweiz gefunden. Ich habe von dem Vorbesitzer schon mal einen SLC, einen AMG gekauft. Es kommt halt immer wieder was dazu und er hatte noch einen und irgendwann hat man ihm halt auch den abgenommen. Aber sowas kann man eigentlich nicht suchen. Ich habe das Glück gehabt, zwei Fahrzeuge hintereinander zu finden, aber bei, ich sage mal, Komplettfahrzeugen von 5 bis 10 Stück, wo einem so ausgeliefert worden sind, je an sowas zu kommen, da kannst du normal Jahre suchen. Man kann auch das Glück haben, dass einfach mal wieder einer dasteht. Aber das Angebot ist halt sehr, sehr klein dafür. Ähnlich viel Glück hatte Jürgen Herlen bei der Suche nach seinem BMW 3.0 CS von Alpina. War ganz schwer, das war zum Glück nicht heute, sondern schon vor 10 Jahren. Ich habe allerdings sehr lange gesucht. Ich fahre schon seit 20 Jahren ein CSI und wollte unbedingt mal ein Alpina B2. Und es war Zufall, ein Bekannter von mir wusste, dass dieses Auto verkauft wird. Habe ich mir dann angeschaut und war ganz freudig überrascht, weil das Fahrzeug war vollkommen original, unrestauriert und mit sehr wenigen Kilometern und es war ein B2. Und wie gesagt, noch mit Alpina-Fahrwerk und Alpina-Innenausstattung. Und da gab es dann natürlich keinen Grund mehr zu zögern. Mit ihren starken Motoren zählen beide Coupés auch heute noch zu den schnellen Autos. Der Alpina leistet 230 PS, der AMG sogar 276. Klassisches Tuning sorgt bei beiden Motoren für ordentlichen Leistungszuwachs. AMG nahm den 5 Liter V8 mit 240 PS und hob die Leistung durch Kopfbearbeitung und eine Sportauspuffanlage um 36 PS an. Noch kerniger klingt der Alpina 6-Zylinder. Beim 200 PS starken Reihensechser sorgen 345er Solex Doppelvergaser, bearbeitete Köpfe, Arbeiten am Kurbeltrieb und eine Sportauspuffanlage für 30 mehr PS. Aber es blieb nicht allein beim Muskelaufbau. Auch Front- und Heckspoiler für mehr Fahrstabilität wurden geliefert. Ebenso breitere Reifen oder stärkere Bremsen, je nach Kundenwunsch. Auch das Interieur wurde aufgepeppt, mit Sportlenkrädern, Holzschalthebeln und Sportsitzen. Für elektrische Recaros berechnete AMG damals 4.500 D-Mark pro Stück, versteht sich. Gesalzene 3.800 D-Mark kostete damals die natürlich nicht serienmäßige Klimaanlage ab Werk. Auch der Alpina-Kunde konnte seinen CS nach Wunsch verfeinern. Sitze in der Farbe des Hauses, ein Sportlenkrad oder ein Fünfganggetriebe mit Sportschaltschema standen bei den Buchloern in der Preisliste und bei der Kundschaft hoch im Kurs. In den 70ern gehörte Alpina im Rennsport zu den erfolgreichsten Tourenwagenteams. Die Allgäuer entwickelten für BMW das Leichtbau-Coupé CSL. In den Alpina-Cockpits saßen so bekannte Piloten wie Niki Lauda, Hans Stuck oder Jackie X. AMG war nicht ganz so populär, ihnen fehlte aber auch die Unterstützung durch Daimler-Benz. Immerhin feierten die Schwaben 1971 mit dem 300 SEL einen vielbeachteten Klassensieg und zweiten Gesamtrang beim 24-Stunden-Rennen von Spa.
1978 startete ein AMG SLC in der Tourenwagen-EM und gewann ein Rennen. Das sorgte für weitere Nachfrage im Tuning-Segment. Damals war es eigentlich üblich, der typische AMG-Kunde, der ist nicht einmal hingegangen und hat sein komplettes Auto bestellt und hat gesagt, ich möchte dies, dies, dies. Das gab es natürlich auch. Aber die Freaks damals, die haben heuer gab es Fahrwerk, nächstes Jahr ein bisschen Geld da war, dann hat man sich einen Motor gegönnt. Und dann haben wir irgendwann einmal ein bisschen optische Schnickschnack. Doch all die speziellen Tuning-Teile sind heute das Problem. Gefertigt in geringen Stückzahlen kann die Suche bei Defekten zur Detektivarbeit ausarten. Wenn Einstellungsfragen sind, Fugaser und sonstige Dinge, kann man eigentlich nur empfehlen, direkt zum Werk fahren bei Alpina. Dort kennt man sich noch ganz gut aus. Ich habe da auch öfters mal telefoniert, wie ist die Ersatzteilsituation. Alpina-spezifische Teile sind durchaus schwierig. Wie Stabilisatoren oder die beim B2 gab es immer nur Solex-Vergaser für Deutschland und die sind nicht mehr lieferbar, sondern heute nur noch Weber. Also es wird schwer. Wer sich also für ein solches extrem seltenes Auto interessiert, sollte in jedem Fall mit Leuten in Kontakt treten, die damit viel Erfahrung haben. Nur so kann man die gehörige Portion Fahrspaß, die ein Youngtimer von AMG oder Alpina bietet, auch langfristig genießen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie bei uns im Internet.